Hey, ihr Lieben, da bin ich wieder und eigentlich hatte ich dieses Video ein bisschen anders geplant, aber irgendwie habe ich doch mehr Bedürfnis, ein bisschen zu talken, als ich dachte. Deswegen, ich habe die Foundation schon gemacht, weil ich dachte, ich mache dann so, sitze dann hier so mit so fast fertig geschminkt, wie Nadine das manchmal macht, und dann mache ich so mit ausprobieren, aber irgendwie, ja, wollte ich euch doch noch ein bisschen was erzählen, außer zu den Sachen, die ich mir gestern in meinem Mini superschnellen Haul gekauft habe. Und ja, es ist ja schon ruhiger um mich geworden. Und am Anfang war ich mir gar nicht so bewusst darüber, warum und wieso eigentlich, und verstehe ich gar nicht und weiß ich gar nicht, kann ich nicht erklären. Und dann wurde es mir aber doch bewusst, oder auch bewusst gemacht, dass eventuell, dass ich dieses Jahr noch mit meinem Freund zusammenziehen werde, weil sich da immobilienmäßig eventuell was ergibt, was uns beiden sehr zusagt. Und ja, das scheint mich derartig aus dem Konzept gebracht zu haben, dass ich erstmal auf die ganze neue, auf mich zukommende Situation klarkommen musste. Und das ist nach wie vor noch ein Thema, scheinbar für mich. Und deswegen, ja, habe ich einfach die Konzentration und die Energie momentan nicht, mich auf Videos zu konzentrieren. Und ich finde nichts schlimmer als so lieblos gemachte, blöde Videos, wo man genau merkt, derjenige macht das jetzt gerade nur, weil er ein Video machen muss. Und naja, es ist mein Channel und ich bestimme, wann und wie viel ich uploade und was ich uploade. Aber ich bin ja selber auch YouTube-Abonnent und ich freue mich auch immer, wenn ein Video von meinen Lieblingen kommt, und bin immer traurig, wenn da länger nichts kommt. Und ja, also deswegen, ne? So, ich mache jetzt erstmal mein Gesicht unüblich komplett fertig oder fast komplett fertig. Oder ich baue das so ein, ich weiß es noch nicht. Ich bin heute ein bisschen unschlüssig und ich habe so fiesen Muskelkater hier in meinem Trizeps, dass dass ich den Arm nicht richtig hochkriege, und das ist echt fies. Und ich habe eigentlich gar nichts für einen Trizeps gemacht, aber der hat irgendwo mitgearbeitet und ist jetzt ganz aus dem Häuschen. Und ist ganz angepisst. Und heute will ich eigentlich, also heute gehe ich zum Sport, nicht eigentlich, ich gehe zum Sport. Und werde dann nach dem Sport das Video hochladen. Und dann wird es spätestens morgen, also spätestens am Samstag online sein, hoffentlich, wenn mein PC nicht rumspackt. Ich wurde heute davon geweckt, oder es hat mich wach gemacht, dass mein Google Mail Konto auf einmal das Passwort abgefragt hat. Und ja, man ist gerade aufgewacht und ich so, Und dann fragte mich Google Mail, welches ist denn das letzte Passwort, an das Sie sich erinnern? Habe ich das eingegeben und dann sagte Google Mail, das ist ihr Passwort. Ich so, Erfolgserlebnis am frühen Morgen. Yay! Ich weiß übrigens, oder ich habe eine Theorie, warum P2 die Scarabeo-Lidschatten rausnimmt. Ich habe mir den jetzt noch gekauft. Also es ist ein frischer, es ist kein alter. Seht ihr, wie broken der ist? Ich mache den jetzt auch nicht auf. Und das Ding kostet 3,95 Euro für einen Mono-Lidschatten. Das finde ich schon ganz schön krass. Und dass der dann auch noch so gebröckelt ist. Klar könnte ich den neu pressen, aber ihr wisst, neu pressen und ich, das ist so, nicht so Bock drauf. Und deswegen kann ich, glaube ich, wenn das öfter passiert ist, für den Preis, finde ich das ganz schön happig, muss ich ehrlich sagen. Also das kann man eigentlich nicht machen. So, ein altes Schätzchen, das ja seinen Weg noch zu mir gekommen ist, kommt jetzt auf die Wangen. Ocean Breeze aus der C'est la Vie. Ja, den möchte ich heute benutzen. So.
Und den Rest, den wir jetzt noch nicht haben, den habe ich neu. Oder habe ich mir neu geholt, weil irgendwie war mir da noch. Und leider gab es dann in dem DM, wo ich war, die haben die mittlere Theke, gab es die große Palette nicht mehr. Und ich wollte ja eigentlich eine große, aber weil ich jetzt unbedingt eine haben wollte, habe ich mir noch eine kleine geholt. Erstmal, oh, hier ist mein Portemonnaie drin. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe, sonst wäre ich ohne Portemonnaie losgefahren. Das wäre schlecht gewesen. Erstmal konnte ich dem Hype doch nicht mehr widerstehen und habe mir diese zwei Duschschäume geholt. Einmal den mit Vanille-Orangenduft, der heißt Vanilla Cream, und Sweet Cake mit Strawberry Cheesecake Duft. Ja, ich bin Verpackungsopfer und wenn 5 Millionen Leute das in die Kamera halten, muss ich es auch irgendwann kaufen. Das ist mein Fluch. So. Dann lachten mich noch zwei P2-Schätzchen an. Das waren nämlich die letzten beiden. Und ich hatte irgendwie so, ich hatte so das dumpfe Gefühl, wenn die rausgehen, dann ärgere ich mich zu Tode, dass ich die mir nicht geholt habe. Das sind die Satin Touch Highlighter, die sind neben den Monolidschatten. Einmal Satin Beam, das ist der etwas champagnerfarbene. Und Satin Shine, die 10, das ist der weiße. Und ich möchte heute hier Satin Beam benutzen. Und in den Swatches, die ich mal gemacht hatte, haben die mich beide nicht überzeugt. Aber die scheinen die Tester verändert zu haben oder neue Tester gemacht zu haben. Da fand ich sie dann irgendwie doch ganz geil. Und ich dachte, bevor die rausgehen, und es gibt so viele, die sie so schön finden, weil die eben so subtil sind, da ärgere ich mich zu Tode, wenn ich die nicht habe. Die sind wirklich sehr subtil. Also ich. Ah, da auf der Nase sieht man jetzt ein bisschen mehr. Also ich benutze ja gerade viel den Rainbow Highlighter von Essence. Und das ist ja so ein silberner Junge. Und der ist schön, aber doch auch auffällig. Also das sieht man auf jeden Fall, dass man den trägt. So. Dann hatte ich die wahnsinnig tolle Idee, mir quasi die Kat Von D Palette, die Pastellpalette nachzubauen. Und weil ich nicht, also das ist einmal diese Must-Haves-Palette in der Vierer-Ausrichtung. Und weil ich irgendwie nicht ganz auf der Höhe war, habe ich einen Ton falsch gekauft. Weil das macht keinen Sinn in der Zusammenstellung. Einmal habe ich mir diesen Lavendelton gekauft, Purple Clouds. Dann den blauen hier. Das ist Dare to Wear, die 16, und die 11, Stay in Coral Bay. So, der blaue ist matt, der ist schimmernd und der ist glitzernd. Aber mit diesen drei, also mit diesen drei Farben, ist ja die Kat Von D Palette, würde ich sagen, entfernt verwandt. Und wenn das funktioniert, wäre das quasi Dupe Alarm, dass man sich quasi eine Kat Von D Palette im Essence Ding da zusammenstellt. Also die sind natürlich nicht alle matt, aber ja, da sehen wir jetzt einfach mal ganz großzügig drüber hinweg, würde ich sagen. Packe ich mal aus hier. Dann ordne ich die natürlich auch so an, wie ich das gerne haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich diese Kappen behalten soll oder ob ich die wegtun soll, weil als Monos so rumliegen lassen, weiß ich nicht, finde ich sie ein bisschen zu. Hier ist so ein Overspray drüber, das ist wohl nicht permanent, aber das macht mir nichts. So. Und dann fehlt eigentlich ein weißer Blendeton, korrekt? Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen braunen It's Movie Time, einen matten Braunton geholt. Als Crease Color. Aber eigentlich braucht man bei dem Look, den ihr ja von mir kennt, braucht man keine Crease Color. Also bleibt der noch so und kommt dann in eine andere Palette rein. Ja, mal gucken. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach alle. Vielleicht, je nachdem, wonach mir ist. Au, 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 mein Arm. So, dann nehmen wir also meinen neuen alten Favoriten Color Flash 20 aus der
Blossom Stories von P2. Der ist ja auch schon heiß geliebt und abgesnudelt, wie ihr sehen könnt. Und baue mir den einfach jetzt hier rein und kaufe mir dann den Vanille-Creme-Matt-Weißton noch für diese Palette. Das macht ja so überhaupt keinen Sinn sonst. Ich weiß nicht. Ich dachte so, du brauchst unbedingt einen Blendeton. Ja, okay. Nehmen wir den Blendeton. Und an der Kasse dachte ich noch, shit, tauschst du die noch schnell aus? Und dann war die Frau da. Wenn ich da abends hingehe, räumen die da auch Sachen rum und so. Und deswegen sitzen die nicht permanent an der Kasse. Naja. Und dann war sie aber da und dann dachte ich, naja, egal. Jetzt auch egal. So, diese Palette hat keinen Spiegel, also brauche ich einen anderen Spiegel. Nicht abstürzen. So. Dann gucken wir mal, was der kann, wenn das Overspray weg ist. Der Peachton Coral Dingsbumster. Oh ja. Er ist ein bisschen krümelig. Aber ich habe jetzt auch viel genommen, um das Overspray ein bisschen wegzukriegen. Ich bin nach wie vor extrem begeistert von diesem Palettensystem. Ich finde das total klasse. Aber der ist ein bisschen rostiger als der von Kat Von D. Also ein bisschen rötlicher, ein bisschen... Ja klar, er ist kein Pastellton. Aber ohne das Overspray sagt er mir auf jeden Fall mehr zu. Aber der Peachton alleine ist, ja, also ist keine richtige Konkurrenz. Aber wenn man das mal ausprobieren will, ich glaube, dass die Palette kostet 2 Euro und jeder Lidschatten kostet 1,45. Da kann man sich ausrechnen, die Differenz zu der 50 Euro Palette von Kat Von D, ob man da nicht erstmal guckt, ob man die Farbe überhaupt an sich leiden mag. Jetzt gehe ich in den lila Ton mit demselben Pinsel. Das mache ich bei der anderen Palette auch immer so. Also eigentlich habe ich von diesen Lidschatten echt gute Sachen gehört. Bin jetzt aber so mit dem Auftrag, also ich, wenn ich das verblende, dann sind die weg. Also die sind ganz, ganz dezent von der Pigmentierung her. Da hatte ich mir echt ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht sind auch diese satinierten Farben, die krümeln auch ganz doll. Ja, also das ist sehr, sehr dezent. Ja, gut. Ich probiere es einfach mal mit dem Blau. Das ist ja der Matte. Der ist auch ein bisschen cremiger und der ist halt recht stark pigmentiert. Den sieht man jetzt ganz gut, ne? Oh Gott, und ich muss gleich zur Arbeit und ich habe nicht so viel Zeit, um mich jetzt komplett neu zu schminken oder so. Gott, eben mir ahn Schlimmes. Eieieiei. Also eigentlich hatte ich von diesen Lidschatten extrem gute Sachen gehört. Aber wenn ich jetzt so damit arbeite. Ja, also bin ich mal gespannt. Ob ich da echt noch mehr brauche. Also es überzeugt mich einfach nicht von der Intensität her. Also das Blaue ja, aber der lila Ton, ich weiß nicht, ob man den vielleicht nass aufträgt, ob das vielleicht besser ist. Wow, man muss so viel Produkt drauf packen, damit man es überhaupt sieht. Okay, vielleicht mit einer Base, vielleicht ist das besser, aber lass uns nicht lügen. Die Pigmentierung auf dem Auge überzeugt mich einfach nicht wirklich.
Also das ist nicht, das ist keine Qualität, wo ich jetzt sagen würde, also die machen viel Arbeit. Und für jemanden, der es morgens lieber ein bisschen schneller hat, fertig zu sein, sind die nix, würde ich sagen. Also mit viel Arbeit kann man sich da was hinzaubern, aber ist halt die Frage, ob man die Arbeit investieren will. Idee ist gut, Umsetzung, ja, vielleicht, wenn sie mit einem Sortimentsupdate vielleicht nochmal ein paar, also an der Pigmentierung vielleicht nochmal arbeiten könnten oder so, das wäre voll gut, Essence. Als ob irgendjemand von Essence meine Videos gucken würde, aber egal. Solange ich vielleicht einem von euch da mithelfen kann, finde ich das schon gut. Also auf Instagram werden die Dinger echt gehypt. Hat mein Nachbar heute frei? Der hört Musik? Geilen deutschen Rap, ey. Hammer. Also der Typ hat auch ein Schild an seiner Haustür, also an seiner direkten Wohnungstür, wo drauf steht: Hier wohnt ein HSV-Fan. Eintritt erst nach Elfmeterschießen. Ich sag dazu nichts. Außer, dass mein Freund Dortmund-Fan ist. Ich habe ihm das geschickt. Ich so, guck mal, unser Nachbar dreht durch. Und er so, ja, hat sich ja vielleicht eh bald erledigt. Also nicht mit dem Nachbarn, sondern dass wir wahrscheinlich dieses Jahr noch zusammenziehen werden. Und ihr, ich glaube, das wisst ihr gar nicht von mir. Ich hasse Veränderungen. Ich finde, alles Wichtige, was sich ändert, ist immer mit großem Stress für mich verbunden. Und ich mag gerne, wenn alles so bleibt, wie es ist. Wenn sich natürlich was ändert, wo man sagt, ey, die Situation ist doof und das müssen wir ändern, das ist was anderes. Aber wenn sich etwas ändert, von dem man, also von dem ich eigentlich finde, dass es gut ist und dass ich das gerne mag, auch wenn das andere vielleicht besser sein könnte, aber auch wenn ich essen gehe oder so, ich esse eigentlich immer dasselbe, weil ich mir denke, warum soll ich was Neues ausprobieren und das Geld ausgeben, wenn es mir dann wahrscheinlich eh nicht schmeckt. Und das ist meistens so. Also ich bin halt einfach ein sehr konstanter Typ Mensch. Also für mich sind Rituale und konstante Wiederholungen wichtiger Dinge in meinem Leben einfach elementar. Und ich bin ja auch überhaupt nicht spontan. Also wenn ich mal spontan bin, dann hat das entweder was mit existenzieller Not zu tun oder weil ich mich meinem Umfeld anpassen muss oder weil ich es gerne möchte. Aber ich versuche das eher zu vermeiden. Und ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich der Umzug, obwohl es eine Verbesserung für alle wäre, also eine Verbesserung der Wohnung, der Größe für die Katzen und alles, mit Badewanne sogar. Oh mein Gott, ich könnte euch Badesachen reviewen. Bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich zu Hause gewohnt. Ich habe so gut wie täglich gebadet. Ich liebe Badewanne. Ich liebe es. So, also jetzt so mit Mascara und Lidstrich finde ich die Farben gar nicht schlecht. Es ist natürlich, ich sag mal so, es ist nicht mal ansatzweise die Qualität, die ihr bei einer Kat Von D Palette. Also geduped habe ich, ich habe versucht, diese drei Farben zu dupen mit diesen drei Essence-Produkten. Und ich finde, die sind davon gar nicht so weit weg, so, wenn man sie sich anguckt. Aber die Pigmentierung hier und das, was ihr kriegt, ist einfach viel hochwertiger. Ich sag mal so, zum Ausprobieren ja, aber erwartet bitte nicht zu viel. Also ihr seht, dass gerade das Lila in dieser Palette, dieses hier, nicht wirklich Bums hat. Aber mit dem Blau und dem orangen Kombi ist es okay. Also, wenn ihr so einen Look mal ausprobieren wollt, würde ich euch das schon empfehlen. Aber bitte erwartet nicht so viel davon. So viel darf man dann, glaube ich, auch für 1,45 € nicht erwarten. So,
Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr euch wahrscheinlich alle schon gedacht habt. Hey, das sind die Matt Vibrant Shocks in der 09 und in der 11. Also blau und lila. Grün, also ich habe einen grünen Lippenstift von NYX hier irgendwo rumfliegen. Den habe ich, glaube ich, einmal getragen und es macht mir meine Zähne einfach zu grün-gelb. Ich mag das nicht. So, der blaue sieht so aus. Schönes mattes Blau. Ich habe leider keine Zeit, den jetzt zu swatchen. Rocking Princess, also das passt ja schon mal. Aber wir nehmen heute den lilanen, weil ich gehe noch zur Arbeit. Rave it up. Und lila geht gut. Aal. Blau muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aha. Und Frau Unfug ist so begeistert von der Textur. Und ich habe ja auch momentan so trockene Lippen. Aber ich will das jetzt. Ja. Ich mag das. Ich meine, so eine ähnliche Farbe habe ich bestimmt auch schon und so, aber wenn Essence das macht, dann komme ich mit. Und jetzt fixieren wir noch mit dem neuen Instant Matte Fixierspray. Mal gucken, ob das was anderes macht als das Keep It Perfect, das es schon gibt im Standardsortiment. Au, ich habe mir ins Gesicht gehauen. Oh. Also der Nebel ist ganz fein und der fliegt nicht so weit. Der fliegt bei dem weiter. Also da müsst ihr ein bisschen näher rangehen. Dufttechnisch nichts. Mein ganzer Tisch ist nass. Shit. Fuck. Entschuldigung. Nein, ich habe meinen ganzen Tisch nass gemacht. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Shizzle. Okay, also der sprüht nasser, nicht so weit und passt auf mit eurem Schminktisch. Egal, dann wird hier halt alles matt. Mal gucken, ob sich da jetzt so eine Schicht drüber zieht. Ich guck mal meinen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass zwischen den beiden nicht viel Unterschied besteht. Nur, dass der weiter sprüht und der nicht so weit. Und ja, also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. So. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich habe dann morgen Wochenende am Samstag um 19 Uhr. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht ärgern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.